Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben von Aristoteles zur Stringtheorie. Da geht es jetzt ja, frei nach dem Motto von Oliver Kahn weiter, weiter, immer weiter hinein in die Quantenelektrodynamik. Jene Theorie, die uns ein viel tieferes Verständnis erlaubt dieser bisher eigenwilligen Eigenschaften des Lichts. Letztes Mal gab es ja schon einen Vorgeschmack darauf, wo die Reise hinführen könnte. Mit diesen Regeln in der Optik, zum Beispiel Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, also woher wissen Photonen das eigentlich? Dann beim Übergang von einem Medium in ein anderes mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Lichts jeweils. Da kommt es zu dieser Fermatschen Regel, nach der das Licht den schnellsten Weg geht, in einem bestimmten Winkel. Also woher wissen die Photonen das? Wir haben gesehen, dass das Licht tatsächlich diese Regeln nicht kennt. Diese Regeln gibt es nicht. Das Licht geht jeden möglichen Weg. Nur diese Wege, die scheinbar diese Regeln nicht einhalten, die interferieren sich weg. Die tragen dann am Ende nicht mehr zu einer Gesamtwahrscheinlichkeit bei. Das ist erstmal verblüffend. Aber wenn man genau darüber nachdenkt, ist es umgekehrt sogar die einzig wirklich schlüssige Antwort. Ansonsten wird man immer bei solchen Regeln und solchen Geschichten haften bleiben und wird sich fragen, ja, aber warum machen die das so und wie machen die das so? Die einzig vernünftige Antwort ist, nein, es gibt diese Regeln nicht. Punkt. Licht geht jeden beliebigen Weg erstmal. Jetzt haben wir aber gesehen in unseren Überlegungen, dass wir immer angenommen haben, Licht würde zumindest auf diesem beliebigen Weg irgendwie sich geradlinig ausbreiten. Wie ist es denn mit dieser Regel jetzt? Nehmen wir einfach mal hier eine Quelle, eine Lichtquelle, und irgendeinen Detektor hier, also hier so eine Quelle Q und einen Detektor. Ja, und dann rot in guter Tradition nehmen wir wieder diese regelkonforme Geschichte. Also da würden wir jetzt sowas erwarten. Geradlinige Lichtausbreitung. Wir haben wieder monochromatisches Licht einer bestimmten Wellenlänge, also einer bestimmten Farbe, aber jetzt erstmal egal. Dann hatten wir blau genommen für einen Weg, der sehr, sehr nah dem Ganzen kommt, aber eben doch nicht ganz geradlinig. Und orange war der Weg in einer anderen Richtung hier ein bisschen abweichend. Ja, und dann gibt es jetzt hier wieder grundsätzlich mal die Möglichkeit, alle anderen Wege zu fahren. Ja, muss ich jetzt eigentlich so dicht dranbleiben? Was ist denn mit sowas? Oder wie wäre es denn mit dem da? Oder wie wäre es denn mit zweimal um den Mond und dann hierher? Und Sie erraten es schon. Ich brauche ja nur wieder dieses Zeitdiagramm zu zeichnen. Mit der Zeit T. Dann müssen wir nur wieder diese entsprechenden Pfeile erzeugen. Die Pfeile, die hatten wir doch dadurch bekommen, dass wir monochromatisch, also hier mit konstanter Geschwindigkeit, uns gedreht haben. Und dann enden wir hier in einem bestimmten Winkel und den Winkel tragen wir unten wieder ein. Und der blaue war ein bisschen weiter unterwegs, also ein bisschen mehr im Uhrzeigersinn gedreht. Das sieht jetzt meinetwegen so aus. Und der orange sieht auch so aus. Und ja, und dann geht es jetzt hier immer weiter. Und hier genauso. Also ein bisschen schlampig gezeichnet, alle Teile gleich lang. Ich mache es kurz, weil ich denke, es ist bereits offenbar geworden, dass diese Geschichten hier wieder aneinandergereiht. Also wenn ich jetzt hier einfach mal einzeichne, den roten Pfeil, den blauen Pfeil. Also ich nehme hier einfach mal alle hier weiter. So, dann kriegen wir hier wieder irgendwie sowas. Und genauso da drüben
Und dann geht es hier hoch. Also was wir wieder kriegen, ist wenige Pfeile, die wirklich beitragen. Das sind die hier. Also natürlich der optimale, der die Regel scheinbar erfüllt. Und die, die nur gering davon abweichen. Das sind die Pfeile, die hier wieder Strecke machen. Und die anderen Pfeile, die kringeln sich hier wieder weg. Heißt in der letztendlichen brutalen Konsequenz, Licht geht jeden beliebigen Weg mit einer gleich langen Pfeillänge, also mit einer identischen Wahrscheinlichkeit. Und die Summe all dieser Wahrscheinlichkeiten macht aber nur dort Strecke, wo es zu einem bestimmten Weg eben keinen Nachbarn gibt, der sich wesentlich in der Geschwindigkeit unterscheiden kann. Also wesentlich in der Zeit, die er von hier nach da braucht, besser gesagt. Also selbst, also für diesen Schnörkelhaften hier, gäbe es zum Beispiel einen, der genau dieselben Schnörkel macht, aber meinetwegen ab hier eine Abkürzung nimmt. Der ist wesentlich schneller hier, kringelt sich also mit dem anderen Weg weg. Der hier rausfliegt dreimal um den Mond und zurückkommt, naja, der macht ja dir einmal einen Salto mehr und einmal einen Salto weniger. Und unterscheidet sich ja auch schon wesentlich. Die Drehgeschwindigkeit, die ist ja unfassbar hoch. Das ist ja der Clou an dem Ganzen. Die Frequenz des Lichtes ist so hoch. Also, was heißt es in der letztendlichen Konsequenz? Licht geht jeden beliebigen Weg. Und das, was wir unter einer Regel begreifen, Licht würde irgendwie sich geradlinig ausbreiten, das ist nur diese Geschichte, weil die Anteile, die diese Regel einhalten, diejenigen sind, die Strecke machen. Und die ein bisschen oben und unten. Das ist eigentlich auch nochmal eine interessante Konsequenz. Licht scheint auch ein bisschen links und rechts und nach oben und unten so hineinzuschnuppern. Die tragen also hier schon noch bei, aber ab dann irgendwann nicht mehr. Also ja, den Gesamtpfeil muss ich natürlich einzeichnen, damit wir sehen, als wenn wir jetzt hier irgendwie so sind, das ist ja immer der Gesamtpfeil hier von einem zum anderen, egal wo wir jetzt hier uns hier gerade befinden. Und der zum Quadrat, kennen Sie jetzt alles schon, gibt dann die Gesamtwahrscheinlichkeit. Dann wollen wir jetzt ein bisschen damit experimentieren, mit dieser neuen Erkenntnis, dass es auch diese Regel nicht gibt. Wir hatten letztes Mal ein bisschen ausgekratzt, jetzt machen wir was Analoges und dafür brauchen wir ein bisschen Platz. An der Tafel. Beim Wegwischen fällt mir gerade auf, ich habe ja die Zeit noch nicht eingezeichnet, das Diagramm, aber Sie hätten es eh selber gekonnt. Roter Pfeil ist natürlich der die geringste Zeit beansprucht, dieser Weg. Und dann kriegen wir natürlich wieder irgendwie so eine Geschichte. Ich denke, das Prinzip ist längst klar. Was passiert aber jetzt, wenn wir diese Wege verknappen, wenn wir die also manipulieren? Beispielsweise könnten wir jetzt von oben und unten hier Blöcke einschieben, um diese Möglichkeiten hier zu unterbinden. Also wir könnten jetzt hier sowas machen. Irgendeinen Weg. Die Wege unten gibt es ja ganz entsprechend. Also könnten wir jetzt auch hier irgendwie einfach zwei, wie auch immer, geartete Hindernisse einbauen, die das Licht nicht durchdringen kann. Dann fallen hier schon mal diese ganz barocken Geschichten oben weg. Und dann stellt sich doch jetzt die Frage, wenn ich diese Hindernisse jetzt immer weiter zusammenfahre, wie verhält sich dann das Licht? Also was ist jetzt hier hinten los im Detektor? Diese Geschichten, die sich alle hier wegringeln, okay, die werden weniger, weil die gar nicht mehr ankommen. Was also übrig bleibt, durch diese Konfiguration, wenn wir jetzt sehr, sehr weit zusammenfahren, dann kriegen wir also hier sowas wie sehr, sehr nah beieinander liegende, sich kaum in der Zeit unterscheidende Möglichkeiten. Entsprechend sind die Pfeile auch, der rote
Das ist meinetwegen der da wieder. Und der blaue ist jetzt nur ganz, ganz gering dagegen geneigt. Und der orange auch. Und die machen natürlich dann aneinandergereiht ordentlich Strecke. Das waren ja die wesentlichen Anteile, die hier tatsächlich beitragen. Also ich nehme das mal hierher so. Mit anderen Worten, diese barocken Sachen sind weg. Wir sind also jetzt hier wirklich schon sehr, sehr weit runter mit unserem. Ah, soll ich es schon Spalt nennen? Und haben hier nur noch Möglichkeiten, die sehr, sehr, sehr nah beieinander liegen. Und jetzt machen wir noch mal einen zweiten Detektor. Einen zweiten Detektor, den wir nicht hierher setzen, das ist hier die Möglichkeit 1, sondern wir setzen ihn beispielsweise hierher. Ein bisschen Platz. Was passiert jetzt? Also wir haben jetzt einen, natürlich könnte jetzt hier wieder Barockes passieren, hier hinten. Ich mache die mal weg, um zu charakterisieren, dass die jetzt tatsächlich hier nicht mehr ankommen. Aber wir wissen, dass wir jeden barocken Weg oder viele dieser barocken Wege wieder zusammenfassen können zu einem geradlinigen. Wir wissen aber im Hinterkopf, dass Licht jeden beliebigen Weg geht. Aber die tatsächlich auf der Oberfläche für uns erkennbar sind, weil sie nur wesentlich Strecke machen, sind diejenigen, die sich hier wieder scheinbar geradlinig bewegen. Alle barocken Wege fassen wir also jetzt jeweils in einen geradlinigen zusammen. Dann haben wir hier einen Weg und hier einen Weg und hier einen Weg und hier einen Weg. So, das ist der Detektor B. Das war das Szenario A. Und jetzt unterscheiden sich diese Wege aber schon gehörig, weil von hier oben, es ist schlichtweg deutlich weiter nach unten, als jetzt von hier. Das heißt also, diese aufgetragen in B die sind jetzt stärker irgendwie in der Zeit unterschiedlich. Was dazu führt, ich zeichne jetzt nicht wieder diese Pfeile ein, es ist jetzt irgendwie alles ganz klar, was dazu führt, dass wir bei B wieder dieses Szenario haben mit zack, 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 zack. Diese Geschichte wieder. Das kennen Sie jetzt ja wirklich schon zur Genüge. Also, A, sehr nah in der Zeit, die machen Strecke, B, die kringeln. Damit wollen wir uns aber jetzt nicht begnügen. Ganz analog zum Auskratzen des Spiegels, wo wir versucht haben zu zeigen, dass auch Teile des Spiegels reflektieren, die scheinbar unter ferner Liefen sind. Wollen wir jetzt hier zeigen, dass auch diese Wege tatsächlich effektiv möglich sind. Dass also tatsächlich Licht hier irgendwie barock kommen und wir fassen zusammen mit einer geraden Linie bis hierher. Dann gibt es barocke Möglichkeiten, die wir wieder zusammenfassen in einer weiteren geradlinigen Ausbreitung hier hinten. Also auch dieser Weg muss machbar sein, wenn jeder beliebige Weg möglich sein soll. Was machen wir jetzt? Jetzt schieben wir einfach die Blöcke immer weiter zusammen. Als erstes werden die beiden weißen Wege nicht mehr möglich sein. Das heißt also, wir müssen zwei Wege hier entfernen. Das sind jetzt zum Beispiel diese Wege hier. Wir schieben weiter zusammen.
und erhalten Strecke. Und tatsächlich wird ein Detektor hier, ein Fotomultiplier oder was auch immer, ein Detektor hier plötzlich ein Signal geben, plötzlich Licht empfangen, wenn wir die Blöcke weit genug aneinander schieben. Es wird heller hier, wenn wir den Spalt verkleinern. Das ist eine eigenwillige Logik. So wie ein Spiegel mehr reflektiert, wenn wir Teile von ihm auskratzen. Das ist ein neues Bild dessen, was hier passiert an einem Spalt. Das geeignete Zusammenschieben dieser Blöcke wird dazu führen, dass wir plötzlich hier ein Signal haben. Hier tut sich gar nicht so viel. Was hier wegfällt, sind sowieso die Bereiche, aber die eigentlichen Streckenbeiträge, die bleiben. Und hier sind die extremen Bereiche plötzlich weg. Und wir kriegen einen resultierenden Vektor, einen Pfeil. Der hier tatsächlich Strecke macht. Also das, denke ich, ist eine wesentliche Geschichte, die wir mitnehmen müssen, wenn wir uns ein echtes Bild davon machen wollen, was am Doppelspalt passiert. Bevor wir uns aber an den Doppelspalt heranwagen, möchte ich noch ein Beispiel zeigen, um die Mächtigkeit zu demonstrieren. Dieses feldtheoretischen Ansatzes und zum anderen auch nochmal die Details zu vertiefen, um wirklich jede und jeden hier mitzunehmen. Weil glücklicherweise konnten wir die Mathematik immens zurückdrängen. Also hier jemanden zu verlieren, das wäre jetzt wirklich zu schade. Wir haben also folgendes Szenario. Wir haben wieder eine Lichtquelle und einen Punkt, wo das Licht ankommen soll, einen Detektor. Und dann haben wir hier rot eine Glasplatte. Und alle Wege, die hier beliebig barock bis zur Glasplatte sind, haben wir wieder zusammengefasst und repräsentiert durch einen geradlinigen Weg. Dürfen wir ja, die anderen kriegen sich wieder weg. Und da haben wir hier so ein paar gerade Wege bis zur Glasplatte. Und das Problem ist aber jetzt, dass wir natürlich, wenn wir diese einzelnen Wege jetzt betrachten, das ist jetzt der weiteste Weg, da passiert ziemlich viel. Und das ist jetzt der kürzeste Weg. Da passiert deutlich weniger, dann sind die Pfeile halt wieder sehr, sehr unterschiedlich. Wie gehabt. Da gibt es ja wieder diese Interferenzen und nur ein bestimmter Teil trägt wesentlich bei. Gibt es aber jetzt eine Möglichkeit, dass wir diese Pfeile hier alle in dieselbe Richtung zwingen? Dass wir diese Pfeile, die hier in unterschiedlichen Ausrichtungen ankommen, dass wir die alle erzwungenermaßen in eine Richtung bringen, sodass sie maximale Strecke bringen. Sehen Sie es? Deshalb habe ich hier schon mal die Glasplatte eingezeichnet. In Glas war Licht ein bisschen langsamer unterwegs. Wir müssen also erreichen, dass von hier nach da alle Wege entlang derer jetzt so ein Photon sich bewegen kann, all diese Wege gleich lange dauern. Alle müssen so lange dauern wie der längste. Also lassen wir den längsten einfach mal so, wie er ist. Den nächsten müssen wir ein bisschen verschlechtern. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass entlang dieses zweiten Weges das Licht ein bisschen länger braucht. Also nehmen wir hier ein bisschen mehr Glas. Im Glas ist es langsamer unterwegs. In der Summe wird es also, ja, ein bisschen mehr Glas werden wir schon noch brauchen, wird es durch dieses mehr Glas hier länger brauchen. Entsprechend müssen wir hier noch mehr Glas machen. Und hier noch mehr und hier noch mehr und hier noch mehr. Dadurch erreichen wir, dass auf all diesen Wegen jeweils jetzt das Licht gleich lange unterwegs ist. Und
Erinnern Sie sich dran, hier ist es jetzt zum Beispiel hilfreich, sich ganz klar zu machen, dass das Drehen in Wirklichkeit hier passiert. Dass also nicht entlang des Weges gedreht wird, sondern das Drehen passiert eigentlich hier. Und entsprechend nehmen Sie jetzt die weiter zurückliegenden in der Zeit, die einen weiteren Weg hinter sich hatten. Und die weniger weit zurückliegen, die den kürzeren Weg hatten. Und wenn jetzt alle dieselbe Zeit gebraucht haben, aufgrund dieses Hindernisses, das geschickt gewählt ist, ja, dann starten auch alle hier mit derselben Ausrichtung und kommen auch alle mit derselben Ausrichtung an. Das war ja diese bessere Denkweise, auf die ich letztes Mal schon hingewiesen hatte. Alternativ kann man sich natürlich immer vorstellen, okay, dass in so einem Hindernis dann eine andere Geschwindigkeit gedreht wird. Aber ich finde das nicht so instruktiv. Langer Rede, kurzer Sinn. Was versuche ich hier so wortgewaltig irgendwie unterzubringen? Was wir hier machen ist, wir nehmen ein Stück Glas, das nach unten konstant dicker wird und dann wieder dünner wird. Und was ist das, wenn das so aussieht? Das ist eine Sammellinse. Die Sammellinse sorgt dafür, dass das Licht jeweils von hier nach da genauso lange unterwegs ist wie von hier nach da und auf allen anderen Wegen. Und dann zeigen alle diese Pfeile in dieselbe Richtung und dann haben Sie die maximale Lichtausbeute und das ist ein Linseneffekt. Dann haben Sie hier die Brennweite. Das ist eine Sammellinse. Zu all diesen optischen Geschichten, mit diesen scheinbaren Regeln, gibt es eine ganz einfache Entsprechung hier in diesem Weltbild, das alle Wege erstmal zulässt, das beliebig verschnörkelte Wege zusammenfasst auf geradlinige Lichtausbreitungen. Und das dann innerhalb dieser geradlinigen Lichtausbreitungen betrachtet, wie stark ist hier diese Drehung dieser komplexen Zahl im Endeffekt, die hier repräsentiert wird durch diesen Pfeil bis zum Ende. Und da summieren Sie sie auf und wenn Sie dafür sorgen können, dass alle genauso lange unterwegs sind, dann kriegen Sie den maximalen Output, dann haben Sie eine Sammellinse. Ich hoffe, damit ist es jetzt wirklich ganz klar geworden. Damit möchte ich nämlich die Beispiele beenden und jetzt versuchen, diese ominösen quantenmechanischen Geschichten, die wir bisher da hatten, irgendwie aufzulösen. Wir haben ja heute schon mal so einen Spalt kennengelernt. Da machen wir einfach beim nächsten Mal einen Doppelspalt draus und schauen, was passiert. Und ist Ihnen aufgefallen, hier war nie die Rede von Welle, irgendwelchen Geschichten, Dualismus oder solchen Problemen? Also hier stoßen wir offensichtlich eine neue Tür auf. Hier erreichen wir ein tieferes Verständnis. Und da freue ich mich drauf, da werden wir eine ganze Reihe von Effekten noch kennenlernen jetzt. Aber Richard Feynman, der Begründer dieser Überlegungen oder Mitbegründer, der wäre übrigens erst kürzlich 100 Jahre alt geworden. Also Glückwunsch nochmal hier im Nachhinein. Er hat was Interessantes hinterlassen, eine große Anzahl von Zitaten, aber eine Sache finde ich besonders interessant und lehrreich. Er hat mir gesagt, niemand konnte bisher herausfinden, worum es wirklich geht in diesem Leben. Und eigentlich ist es auch egal. Entdecken Sie diese Welt. Und die tiefsten Verständnisse, die wir bisher erreicht haben, sind Lachen und menschliches Mitgefühl.